So, nach den weltbesten, wie heißen die Nudeln? Tagliatelle, oder? Nach den weltbesten Tagliatelle-Ragout fahren wir jetzt hier am Stausee entlang, aber leider nicht lang. Und dann geht es hier hinter in die Berge. Und auf 1000 Höhenmeter werden wir dann den höchsten Punkt erreichen und dann hinunterschießen in die Ebene von Pistoia, Prato und Florenz.